Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge, die ich selber so jetzt nicht gerne ausschmücken möchte. Ich fange einfach mal so flüssig an in das Spiel. Five Nights at Freddy's. Ja, also ich bin so ein scheiß Arbeitsloser, der bei Fazbear's Pizza einen Job angenommen hat. Und es ist halt die Nachtschicht, dachte ich mir so, hey komm, Nachtschicht, kann ja nicht schlimm sein. Ich meine, wer bricht schon in einer Pizzeria ein? Ja. Guck, und da sind die drei Helden, die gefeiert werden. Und ich kann davon ausgehen, dass aktuell mir keiner auf den Piss gehen will, beziehungsweise absolut niemand irgendwas klauen will, einbrechen will. Oder mir anderweitig auf den Sack gehen will. Aha. Okay. To help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. Yeah. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So, I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. Ich mag das Spiel, fine. Ehrlich gesagt, so jetzt schon sehr. Focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, okay, I'd probably be a bit irritable at night, too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware. The characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up if they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Now concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross beams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcibly pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth that pop out in front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first they should be a breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras, and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Ja, der Typ war doch relativ freundlich zu mir. Er hat gemeint, die Viecher sind... randomlauffreundlich. Oh shit! Okay, der erste hat sich schon mal auf den Weg gemacht. Das hat sich... Okay, der ist hier. Thank you.
Oh oh. Oh shit. Oh shit. Wow, Alter. Ah. Okay, ich verbrauche gerade irrsinnig viel Strom. Hallo? Okay, der ist noch da. Da fehlen zwei. Da fehlen zwei. Oh Gott. Okay, der ist da. Der ist weg. Das heißt, hier kann die Tür wieder auf. Hui! Aber wo ist der hin? Geh endlich weg! Okay. Oh Gott, ich hab noch 6%. Oh mein. Wie stelle ich jetzt fest, ob der noch da ist? Ich hab noch 2%. 5 AM. Oh Gott. Oh Scheiße. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Bitte wird 6 Uhr, bitte wird 6 Uhr. Bitte wird 6 Uhr. 6 Uhr, 6 Uhr, 6 Uhr, 6 Uhr, 6 Uhr. Bitte, bitte, bitte nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ich guck nicht. Oh nein. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Oh Gott, nein. Hallo? Hallo, TV. Oh Gott, nein! Ich kann mir das nicht geben. Ohne Scheiß. Ich kann mir das nicht geben. Hallo? Bitte, meine Nacht. Oh Gott. Oh Gott. 6 Uhr, 6 Uhr. Komm schon. Komm schon. Wird 6 Uhr. Hallo? Ja! Oh, ich bin so awesome, ne? Ich meine, guckt euch an, wie ich das gemacht habe. Das war, ne? Keiner kann es besser. Also. Hui. Ja, ja, komm, heb ab. Wo ist er denn? Ach, dein Ernst? Die fangen jetzt schon an rumzulaufen, obwohl der Typ... Okay, einer... Oh Gott. Okay, der Hase ist schon mal da. Hello. Well, if you're here, listen, you made it to day two. Congrats. I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active. Okay, I'm... Oh, God. It might be a good idea to peek at those cameras.
while talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come on stage very often. Das ist wo? Da oben. Freddy becomes a lot more active in the dark, though. So, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. It's not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check out the curtain in Pirate Cove. Da war was. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Okay, 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 okay. Oh Gott. Okay, der eine ist da. Wo ist der andere? Oh oh. Einer ist immer noch da oben. Dum 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 dum. Ey, 1 AM, Alter, und ich hab nur 60%. What the fuck, das schaff ich niemals. Wo ist denn der andere eigentlich hin? Das waren doch drei... Zwei oder drei. Oh, Alter, wie es mir eiskalt den Rücken runterläuft, du glaubst es nicht. Ich will nicht mehr. Okay, da ist eins. Holy shit, 1, 2 habe ich schon gefunden. Oh Gott, dieser Dreckshase ist weg. Der schwule Vogel kommt her. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Das schaffe ich niemals. Alter. Ich habe so einen kalten Schweiß. Gerade, also okay, der ist schon hier. Wo ist der Vogel? Oh. Oh. Der Vogel ist jetzt direkt neben mir. Okay. Kein Bock mehr. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Verdammt,
sowas nur einmal und nie mehr wieder. Glaub mir, das ist mir. Okay. Der Drecksvogel verzieht sich. Komm schon, wie soll denn das machbar sein? Oh Gott. Oh Gott, ich gucke es gar nicht hin, das ist so. Oh Gott, da ist er. Nein, Teddy Bear, geh weg. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Er ist weg. Wo ist er hin? Wieso ist das so schnell aus? Mama! Nein, 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 nein. Hey, ich könnte mich totstellen und vielleicht kommt er gar nicht drauf, dass, ne? Und so. Ah! Alter! Ah! Nein! Nein! Nee! Nee! God damn it! Ficken! Ist das schlimm? Ich hab keinen Bock mehr, Leute. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist voll brutal. Okay. Wow. Wieso kann man sich da nicht so einfach... Ich meine, wieso greifen die einen an? Hallo, ich hab denen nichts getan. Vor allem, nein, die greifen einen nicht ein. Die springen uns mal an. Und leuchten dich an und Alter, ich bin gerade voll hebelig, ne? Ich bin hier gerade sofort so am... Erstmal einen Schluck trinken. Alter, das geht gar nicht drauf klar, Alter. Nee. Ja. Nee. Nee. Nee, mach ich nicht. Nee. Das war's. Könnte knicken. Gibt's keine Folge mehr. Nee. Nee. Okay. Ich hasse Jumpscares. Ich hasse sie. Die sind so ekelhaft. Weißt du, die kommt einfach so. Du weißt, dass sie dann. Aber dennoch kriegen sie dich an den Eiern. Sie lutschen förmlich dran. Und dann machen sie buh. Und dann haben sie dich. Also. Fuck. Das war's für mich. Bis zum nächsten Mal. Nein, nicht bei Five Nights at Freddy's, sondern bei was anderem. Das ist mir... Nee. Haut rein.